Willkommen zum großen Preis von Spanien. Boah, ich habe gerade so viel über den Singapur Grand Prix gelesen, deswegen, weil der steht ja jetzt am Wochenende an. Spanien, Entschuldigung. Heutigen Sonntag. Inklusive Penalty wegen Getriebewechsel und so einem Blödsinn. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein ins Rennen, hoffen auf wenig bis keine Frame Drops. Ich habe noch mal ein bisschen gelesen im Internet. Nichts gefunden, natürlich nicht. Die meisten hatten die Probleme vor den letzten Patches, wo ich keine hatte. Und jetzt habe ich die. Das ist geil. Und ich wollte noch ein Intro basteln. Fällt mir gerade wieder so ein. Ein kleines, ein kürzeres als letztes Jahr. Ich frage mich, was uns heute der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht steht da Katalonien. Wir ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Die 4,65 Kilometer des Circuit de Catalunya in Barcelona bringen die Autos durch die 7 Links- und 9 Rechtskurven fast an ihre Grenzen. Insgesamt also 16 Kurven. Auf der Hauptgeraden und dem Eingang in die erste Kurve, eine der beiden DRS-Zonen an diesem Wochenende, werden wir die meisten Überholmanöver sehen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Bottas, Kimi Räikkönen und Hülkenberg. Sainz Junior, Magnussen, Verstappen und Fernando Alonso. Perez, Leclerc, Esteban Ocon und ein Haas. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Van Dorn, Hartley, Marcus Ericsson und Sergei Sirotkin. Gasly und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Was ein Arsch. Weißt du, bei den anderen sagt er nie was, aber bei mir, er hat eine Gridstrafe halt nochmal schön betont. Arschloch. Ich fühle mich gemobbt. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Platz 14. Wie doch keine freie Reifen, weil scheiße. Hey, ich starte. Also ich hab mich ja qualifiziert da drin. Boah, jetzt muss ich mit diesen Ranzreifen starten. Oh nein. Ernsthaft? Kann ich die nicht ändern? Warte mal. Scheiße, ich kann die wirklich nicht ändern. Ich komme gerade nicht drauf klar. Er hat eine Gridstrafe. Ja, ich weiß, es ist nicht mehr lustig. Okay, ich bin ja schon ruhig. Entschuldigung. Gut, lassen wir so. Sprit reicht. Let's do this. Ach, da stand es nochmal extra. 5 Position Gridstrafe. Danke für die Information. Okay, wie du das losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Kurve. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, noch die Bremsen aufzuwärmen. Die sollen noch 5 Runden halten, die roten Gummis. Mit denen bin ich 3 Runden gefahren. Habe ich übrigens gemacht, weil ich eigentlich dachte, dass ich freie Reifen mal habe, wenn ich außerhalb der Top 10 bin. Aber es gilt ja das Ergebnis, was man im Qualifying gefahren ist. Habe ich ein bisschen gepennt.
Oh. Also am meisten Angst habe ich wirklich vor diesen Frame-Drops. Die können uns das ganze Rennen versauen. Alles andere ist cool. Die Leistung des Wagens passt. Wieder so ein schlechter Start. Oh, machen die ihn nach vorne. Nein, es war kein Frame-Drop, es war definitiv meine Schuld. Ich wollte wieder zu viel. Okay, Zoombox mit dir, der Frontflügel hängt kaum noch dran. Scheiße. Boxenstopp. Okay, machen wir Strategieänderungen. Läuft gut. Mann, oh. Oh, da ist noch einer drin. Van Dorn, ich bin nicht letzter. Los, fahr jetzt. Unsere Strategie sieht noch zwei Boxenstops vor. Nee, Freundchen. Einer reicht. Diesen Reifen hatte ich bisher nie Glück. Oh Gott. Die rutschen sehr. Ich bin mal gespannt, was ich hier noch rausholen kann aus diesem verkorksten Start. Ja, die ersten Runden, die ersten Kurven liegen super. Okay, wir sind jetzt in Runde 3, das DRS. Nur dann wollte ich von der vierten zu viel.
Aber noch ist nichts verloren. Vielleicht kommt noch ein Safety Car oder irgendwie sowas, ja? Man sollte niemals aufgeben. Ich hole verdammt viel auf Van Dorn auf. Nur ein bisschen hart. So schlimm sind die weißen Reifen gar nicht, wenn die erstmal warm sind. Und da vorne ist Van Dorn. Es fahren natürlich deutlich langsamer. Wegen der Batterie. Ich glaube, die kann ich aber auf mittelruhig stellen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,4 Sekunden. Auch nicht viel. Boah, Frame Drop, Alter. Also Monaco können wir so nicht fahren mit diesen Frames. Und das wäre das nächste Rennen. Oh je. Oh, Magnus ist noch 18.
ich sehe es schon kommen, dass ich in der Kurve rausfliege. Oder in der. Kann ich mir aussuchen. Sie rot gehen. Ein paar Informationen zu Verstappen. Sie zieht sich aus dem Rennen zurück. Gelbe Flagge. Ah, da steht da. Safety Car. Nee, wobei es zu früh. Ich muss warten, bis mein Boxenstopp in der Reihe ist. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Ach was, das ist aber schon eine Runde her, Kollege. Hier gelb, Sektor 3. Strategie ändern. Bestätige. Keine Ahnung, was der will, aber machen wir einfach mal. Frame drop. Ich
dritt in dem Rennen. Wie kann der es? Oh Gott! So komme ich nicht ran. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Puh, so. Das ist schon mal ein hartes Stück Arbeit. Und die Reifen, die sind auch nicht mehr die geilsten. Was sind eigentlich die nächsten? Was hat er für eine Strategie da gemacht? Gelb, ich fahre nicht auf Rot. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,5 Sekunden. Aber die Zeit sind noch echt gut für diese alten Schluppen.
Der Wagen lässt sich zwar scheiße fahren, aber die Zeiten passen einigermaßen. Wenn wir den IRS-Einsatz runterdrehen, gewinnt ihr mehr Energie zurück. Die Reifen sind richtig am Sack. Vorne ist eine Kampfgruppe. Ich sollte besser vorher in die Box, bevor wir auf die auflaufen. Wobei, wenn ich aber auch drankomme mit den alten Schlucken. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,3 Sekunden. Andererseits will ich auch kämpfen. Das war mein Teamkollege. Ist aber sehr langsam, mein Teamkollege. Alter. Okay. Ich hätte nicht in die Box gekonnt. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Ja. Boah, wieder ein Frame Drop. Der vierte. Alter, was bremst er? Boxenstopp. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Oh, schon wieder ein Frame Drop. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Das ist scheiße mit diesen Frame Drops. Es ist echt scheiße. Das ist der letzte Boxenstopp, hoffe ich zumindest. Ja, doch sollte, wobei das wird arschknapp.
Wieder letzter, das ist doch eine Scheiße alles. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Nein, muss ich nicht. So halt die Reifen auf keinen Fall. Den Sprit sparen muss ich auch schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein, ja. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,2 Abstand zum Hintermann beträgt 5,0 Sekunden. Nächster Frame Drop. Ey, deine Scheiße ist das. Der Drecksfernseher, Abschaltung in x Sekunden. Also heute ist echt nicht mein Tag. Heute ist echt... Läuft gar nichts heute. Der letzte Sektor von dieser Strecke, der ist der letzte Rotz. Der war früher schöner. Früher war alles besser. Fast nicht. Nur ein bisschen. Jo! Ey, die Framebox werden immer schlimmer jetzt. Immer schlimmer. Das sind richtige Standbilder. Thank you.
Reifen auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Alles side by side. Nächstes Standbild. Also kann ich eigentlich nicht weiterfahren. Also das Rennen fahre ich noch und dann, bevor das nicht gefixt wird, das ist unmöglich so. Oh. Oh, Motorschaden. Achtung, jo. Achtung. Ey, da fährt man von der Indianlinie weg, du Pene, ja, Penner. Die Williams, die können nix.
nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. Magnussen ist das. Ist immer noch gelb. Wahrscheinlich wegen Stroll. Naja. Keine Chance. Die Renault gehen richtig gut ab. Nee! Ich fahr durch! Du kannst mich mal! Bis der Reifen platzt, mir scheißegal! So, nur 6 Runden, die kriege ich auch noch irgendwie hin mit den Reifen. Ja, ich fahre hier in die Box. 16. Da bleibe ich auch. Ich fahre noch 6 Autos aus, da komme ich noch in die Punkte. Immer schön optimistisch bleiben.
Non-Standbild, ey, das ist scheiße. Vor dem Update lief alles super und jetzt ist alles scheiße. Vier lange Runden. Und ich werde gleich überrundet, das ist toll. Prozent vor nix. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,5 Sekunden. Ja, das ist aber okay, 11,5 Sekunden geht. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, reicht doch. Ach, das ist ja die vorletzte Runde. Okay, ich wurde ja überrundet. Dann können wir ja ganz easy jetzt zu Ende fahren. Ich habe auch genug Vorsprung nach hinten. Letzte Runde. Von einem Grand Prix zum Vergessen. Stand.
Ja. 15. 16. Mit dem heutigen Tag bin ich nicht gerade glücklich, aber ich bin mir sicher, dass du dein Bestes gegeben hast. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wieder willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Welt. Ja, Kevin auch nicht so gut. 13. 16. Das lief überhaupt nicht. Alonso 5, oh, schön. Tja, beide vor sind ja die Punkte gefahren. Leclerc auch noch. Ne, 1000 Mal in Vollflügel abgefahren. Das lief heute überhaupt nicht. Die Standbilder waren nicht immer schuld, aber. Kannst vergessen, eine Standbilder zu fahren. Vor allem Monaco, das ist der nächste, glaube ich. Nein. Also die müssen erst weg sein, bevor ich weiterfahren kann. Es geht mir jetzt schon wieder richtig hart um Keks. Also richtig. Es lief alles gut und dann patchen die und nichts mehr funktioniert. Das ist scheiße. Das ist alles scheiße. Schon wieder Standbild. Fickt euch. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Wie Ruf gesunken! Es muss eine Enttäuschung gewesen sein, wegen Strafen auf das Siegertreppchen verzichten zu müssen. Glauben Sie, dass die Offiziellen richtig entschieden haben? Ach, was weiß ich, hier, komm. Ah ja, Ruf, Haas gesunken. Ach komm, es ihr könnt... Es schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ja, hier, das stimmt allerdings. Haas ruft. Danke für den Kommentar. Was? Also dieses Spanien-Wochenende. Na, das schieben wir jetzt mal ganz weg. Warten, bis die Standbilder weg sind. Und konzentrieren uns auf Monaco. Ja, ja, komm, bla bla bla. Hier die 3 Punkte und alles weg und kaputt, ja. Überhol auch, jetzt kommt noch so eine Herausforderung. Warum kommen die so oft jetzt? Was soll die Scheiße? Nicht, dass ich die nicht mag, aber... Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Ja, natürlich will ich daran teilnehmen. In Italien mit einem alten Ferrari oder in Großbritannien? Ah, oh, Italien ist cool. Ich fahre Italien. Mit Standbildern natürlich. Komm hier noch was? Ach, ja. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ach, überholen. Ja, okay. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen frustriert gerade, ein bisschen genervt. Tut mir leid. Ich hoffe, das kann man irgendwie verstehen. Aber was muss ich denn mit dem... Was ist denn hier los? Nee, warte mal so und dann, wie geht man jetzt zurück da? Alter, ich komme mit dem Auto nicht klar, ne?
Was? Der lenkt überhaupt nicht ein. Standbilder, ach, Drecksgame, ey. Ernsthaft. Kaputtpatchen. Schon wieder ein ständiges Standbild. Ey, jetzt ruckelt's nur noch. Das macht keinen Spaß mehr. Eigentlich von der Strecke. Ich weiß gar nicht, welchen Platz muss ich denn erreichen. Jetzt ja nicht den ersten. Kann doch nicht wahr sein. Es kann schon wahr sein. Naja, so einigermaßen. Geht doch! Achso, da rechts steht das Ziel. 14 Überholmanöver. Ah, okay. Man sollte auch lesen können. Das wird schwierig. Ich hab gerade mal die Hälfte. Was macht ihr da? Ach, ihr seid doch Arschlöcher. Thank you.
Das kostet Zeit. Ah, schau ja locker. Krieg sogar mehr hin. Jawohl. Okay, war jetzt wirklich nicht schwer. Wenigstens das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Geht natürlich nichts, ne? Ist klar. Errungenschaft freigeschaltet. Los, Team. So, kann ich jetzt hier irgendwas einstellen? Gameplay-Einstellung. Ah, guck mal. So, ich mache jetzt erstmal nur zur Sicherheit. Ich nutze sie nur, falls ich die Frame Drops, diese Standbilder nicht wegkriege, wenn ich die habe und dadurch irgendwas passiert. Und Zeitbegrenzung für Interviews aus. Danke. Wenigstens das. So. Oh, Hypersoft. Jawohl. Und wenn die Standbilder wieder weg sind, wann das so aber sein sollte, dann mache ich die Rückblende natürlich auch wieder aus. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Geil. Nächste gute Nachricht. Bla 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 bla. Oh, ist gut. So, gucken wir doch mal nach. Mein Wert ist, naja, schlecht. Ab jetzt muss es bergauf gehen, definitiv. Was sagt er? Immer noch schwach. Chassis ist gut. Sollte man doch weiter in Chassis investieren. Was mache ich denn hier? Was ist denn empfohlen? Ich würde sowas in der Art empfehlen. Nee. Das, ihr seid da nicht so gut drin, wisst ihr? Das Chassis muss passen. Da sind wir nur auf Platz 1, 2, 3, 4. 5. Wow, großes Update. Damit würden wir Renault überholen. Monocoque-Struktur, Gewichtsreduktion. Die Verbesserung der Qualitätskontrolle. Ich spare erst noch eine Runde. Weil da läuft ja auch noch ein dickes Update. Das heißt, wir haben jetzt in Monaco eins. Wir werden in Frankreich eins haben. Und dann können wir ruhig noch ein bisschen sparen. So sieht es nämlich aus. Juti. Das war Spanien, ja. Es lief verdammt schlecht. 50% Spielperformance, 50% mein Verschulden. Ich hoffe, dass ich diese Standbilder behoben kriege. Wenn nicht, ja, müssen wir gucken, ob das mit den Rückblenden irgendwie funktioniert. Es waren jetzt 10, 11, 12 Standbilder im Rennen. Das ist schon, ja, alle zwei Runden ungefähr eins. Oder alle drei Runden ungefähr eins im Schnitt. Es ist scheiße. Ich hoffe, dass in Monaco alles besser läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Trotzdem danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.